Lauf doch nicht weg. Schöne Betäubung. Das würde ihn herzlich wenig interessieren. Oh, was hast du denn da alles gefunden? Hallo, Raptor, was hast du denn da gefunden? Na komm, kipp doch einfach rum. Energiegebräu. 2 Handvoll Azulbeeren. 1 halbe Portion Stimulantien. Was auch immer das sein soll. Mit Wasser vermischen, im Kochtopf kochen. Muss ich nur noch rausfinden, was diese halbe Portion Stimulantien sein soll. Es gibt Stimulantien als Lerndings. Auch zum Lernen, okay. Weil dieses einfache Elixier verjüngt die natürlichen Energiereserven deines Körpers. Klingt irgendwie nach einem Energiegebräu. Keine Ahnung. Ist cool. Ich nix wissen. So, die Frage ist jetzt, ist er jetzt irgendwo umgekippt oder läuft er hier noch rum? Der ist gerade nämlich Richtung Basis gelaufen. Also falls du gleich okay. So einen Raptor in der Fresse hast, das war ich. Nö, ich bin noch beim Metall hinten. Und ich glaube, ich bleib einfach mal hier. Solange der Kampf andauert, ja. Ja. So, wie sieht's mit dir aus? Kannst du noch? Och. Ach, bist du das? Nee, das ist ein Was anderer. Was bin ich? Nee, ich rede hier mit dem Raptor, der hier liegt. Der hat sich irgendwie gerade so komisch bewegt, aber es war nur der schon gelegen hat und nur gefressen hat. Ist aus, als wäre er gerade erst umgekippt. Wo ist denn sein Kumpel hingelaufen? Oh, die 65er hätte ich gern zum Reiten. Wieso nicht? Was? Du warst gerade abgehakt. Wieso nicht? Achso. War, glaube ich, jetzt ein bisschen zu leise für Sphinx. Gib mir deine Scheiße. Los, gib sie mir. Gib sie mir. Ich wette, der liegt hier irgendwo rum, ey. Ich sehe ihn nämlich nicht mehr rumlaufen. Kann sein. Ich denke, mein Raptor kann nicht mehr laufen. Nicht in die Fliegenpilze. Oh Gott. Was denn die Fliegenpilze? Ach, da hinten läuft der Raptor. Lol. Er ist jetzt am Wasser, am Fluss. Okay. Nah genug in unserer Basis drin oder nicht so? Nicht so. Dann ist gut. Was laufen denn alle von mir weg? Selbst der Skorpion läuft jetzt weg. Das ist schon irgendwie gemein. So, wie viele Nakrobären habe ich jetzt? 12, alter Schwede. Das dauert so ewig, die zu farmen. Ich weiß. So lange gesammelt, weißt du, dann habe ich 12. 12. Bauen wir, glaube ich, gleich einfach wieder einen Knüppel oder so. Dann knüppel ich den zusammen. Ja. So, was brauche ich dafür? Knüppel und Stroh. So, muss ich jetzt laufen? Ja, er kann laufen. Gut. Ich hätte ihn einfach bohlern sollen und dann mit Pfeilen bespicken. Naja. Wenn das geht, ja. Ja, jetzt zu spät. Jetzt hole ich meine Keule. Wird vielleicht nicht reichen, aber egal. Jetzt wenigstens versuchen, denn er ist jetzt... Oh Gott, er läuft jetzt Richtung Basis. Nicht verzagen. Nicht sterben. Ich will dich haben. Du läufst jetzt nicht vor mir weg, oder? Wo willst du denn hin? Ich dachte, wir sind Freunde.
Das hat er sich auch gedacht, bis du ihn angeschossen hast. Und dachte, das ist, der mag mich gar nicht. Was läuft denn der weg? Hab ich mir getan. Seit wann bist du so ein Feigling geworden? Oh, ich hab verfehlt. Geil. Lauf nicht in die Basis, du wirst sterben. Nein! Definitiv, ja, aber ich habe auch keine Betäubungspfeile. Da ist er, ich sehe ihn. Hat sich gerade weggeleckt. Und genau in unsere Dino-Gruppe rein. Okay. Wir haben ihn ignoriert. Ja. Ach so, wahrscheinlich, weil du ihn nicht angegriffen hast und er keinen von denen angegriffen hat. Ja. Oh. Das kann sein. Nein, ich habe ihn gebolert, er hat mich. Tiere, bleib fern. Und willkommen zurück, liebe Sinan. Oder Libea, je nachdem, keine Ahnung. Ist nicht dein Ernst. Die Potsau ist in letzter Sekunde ausgewichen. No. Ich hatte das Timing perfekt im Kopf, wann die nächste Bulla sitzen muss, und läuft einfach plötzlich woanders hin. Ich dachte, der greift mir jetzt wieder an. Tja. Tja. Komm her, Mann. Der rennt da. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Mann. Wie random ist denn das, dass er mich kurz angreift und irgendwie wieder wegläuft? Und so will ich ihn im Leben nicht fangen, ey. Richtig, du Sau. Hast du ihn endlich? Ja, ich hab ihn gebullert. Ja, sehe schon. Ja. Oh. Heilige Scheiße. Hier, nimm das Fleisch, freu dich einen Keks. Ich hol deinen Bruder. So. War das ein Theater mit dem Typen? No. Jetzt, was laufen alle? Vier von mir weg? Okay, jetzt nicht mehr. Denkt er sich, nö. Ist nämlich ein Skorpion. Ist kurzzeitig weggelaufen, um mich zu irritieren. Und nee. Da war ich nah genug dran, dass er mich töten wollte. Was hast du denn hier alles? Ich? Okay. Eine Taucherhose hast du sogar irgendwo. Oh, ich bin umgekippt. Oh mein Gott, Schatzi, du musst schnell kommen. Was? Nein, alles gut, ich bin sowieso tot. Du findest mich nicht so schnell. Okay. Er hat mich einmal getroffen und ich bin umgekippt. Einmal. Wer, der Skorpion? Ja. Ach, ich sehe ihn. Da hinten. Welches Level hat der? 40, na gut. Naja, egal. 40 ist vielleicht ein bisschen viel gewollt. Ich hole ihn mir jetzt. Ja. Naja, 10 Minuten hast du noch. Ja, easy. Wie Zero aber auch völlig energiegeladen an mir vorbeiläuft. Girolimo! Okay, er will den Para töten. Und er kommt in die Nähe unserer Dinos. Nein, ich will den Loot von ihm haben. Wenn die Dinos ihn fressen, kriegen wir weniger Loot. Ja, ich weiß. Dann wolltest du den töten, oder? Ja, ich bin gerade dabei. Zack. Und den Para töte ich auch. Die Erfahrung gehört mir, du Lappen! Oh Gott, nicht, bitte mich nicht. Oh, er hat mich gehittet. Töte ihn schnell, bevor ich einschlafe. Oh, okay, du hast ihn gefressen. Ja, okay, sorry. Das wollte ich ja nicht vermeiden. Ja, ich weiß aber. Ich chill mal hier ein bisschen ab, ne? Der Raptor hatte Hunger. Wie du chillst. Ich stecke hier im Busch und freue mich. Ach so, ja klar, verstehe. Da liegen sogar mehrere tote Dinos schon rum, siehst du mal. Ja, den Para, den wollte ich auch gerade farmen. Ich glaube, jetzt den Loot.
Hast du aber mit der Axt gemacht, oder? Ja, natürlich. Okay. Ich hätte dich ja extra gefragt, was da hinten steht nicht. Übrigens schon einer der Raptoren, ne? Er steht? Oh, das ist nicht cool. Ja, der ist schon gezähmt. Ach so, und ich sehe hier noch zwei liegen. Zwei Raptoren? Stehen. Also ich weiß nicht, ob das zwei Raptoren sind, die hier liegen. Also ein Raptor liegt da, ja. Und da hinten liegt auch irgendwo was. Meine Leiche wahrscheinlich, ja. Ach so, ja, deine Leiche, okay. Die schnappe ich mir jetzt auch. Ich wollte Zero schon immer mal auseinander nehmen. So, haben wir jetzt schon mal geklärt, welchen Raptor ich zum Reiten benutze, den 65er, der auch alle anderen getötet hat. Ja, natürlich. So, dann müssen wir aber noch warten, bis der gezähmt ist, bevor wir aufhören. Ja, alles gut. Alles gut. So, wie viel Leder habe ich? 24? Was habe ich denn mit dem Rest gemacht? Keine Ahnung. Aber ich weiß gar nicht, wo der andere steht. Hier, da steht er hinten. Ach, da. Nimm den mal mit, ich versuche noch irgendwie schnell 100 Leder zu farmen. Ach. Damit wir beide dann zusammen gemeinsam am Ende auf Raptoren sitzen. Weil ich mein Versprechen gehalten habe. Stimmt. Stimmt. Komm mit, komm mit, komm mit. So, dann ist er nämlich hier schon aus der Gefahrenzone raus. Dann haben wir bald wirklich unsere Raptoren-Armee, ohne dass wir sie gezüchtet haben diesmal. Mhm. So, und der andere liegt hier rum. Vollpelz. War nicht schlecht. Level 65 ist echt nicht schlecht. Ja, dann muss ich mir jetzt so einen Stego holen. Obwohl, da ist ein Para. Der geht auch. Ja, viel Leder. Hm. Ja. Habe ich gerade einen Bogen gebaut? Eine Bola, alles gut. Ich dachte. Schön. Das wäre es jetzt noch gewesen. So. Ach ja, ich habe ja mein Schwert wieder. Jo, in der Zeit, bis du alles geschafft hast, farm ich noch ein bisschen Holz. Wenn ich was zu tun habe. Richtig. In der Hoffnung, dass ich nicht gefressen werde von den bösen Tieren aus dem Fluss. Oh, hallo Kollege, dich habe ich doch schon zweimal getötet. Du bist leicht, ne? Boom. Toll. Armes Vieh. Oh. Was? Mein Armbrust ist kaputt gegangen. Und jetzt bist du am Arsch oder was? Nee, ich versuche ihn irgendwie jetzt mit dem Schwert zu kriegen. Mit dem Para? Nein. Etwas Größeres. Okay, weil der Para rennt hier nämlich rum, deswegen. Ach, fuck, okay, das wird nichts. Hm. Ich muss meine Armbrust reparieren. Oh, guck mal, da läuft ein Egon. Cool, Junge. Yay. Ja, die müssen wir noch zähmen. Wir müssen noch so viel zähmen. So. Wenn er mir ein bisschen die Basis folgt, ist er tot, aber naja. Ach, den Großen? Wolltest du den jetzt töten? Nee. Naja. Ja? Ich hole jetzt meine Armbrust, dann töte ich ihn. Ja, ich habe ihn getroffen. Mit der Armbrust? Oh, oh. Ja. Okay, jetzt werden natürlich die Dinos ihn auffressen. Ja. Gut, dann kein Leder für mich. Schade. Es tut mir leid. Ich habe den Raptor habe ich echt vergessen. Aber er frisst ihn nicht auf. Nein? Oder? Doch, tut er. Warum tust du das? Auf! Ja, er ist weg. Ach, Drecksvieh. Ich dachte, ich könnte ihn noch irgendwie rufen oder so.
Ja, müssen wir jetzt länger machen. Nein. Na doch. Ich will auf dem Raptor reiten. Das Ding hätte mir meinen Raptor gegeben. 66. Wie viel brauchst du denn insgesamt an Leder? 120. Also 66 habe ich schon. Okay. Was hat denn der Raptor? Ich meine, den Raptor habe ich schon gelootet. Jetzt. Achso. Nee, okay, pass auf. Dann. Ups. Ach, das stimmt. Da war ja was. Na, ein bisschen XP für unsere Dinos. So. Guck mal hier, kleiner Raptor, du darfst jetzt erstmal hier stehen bleiben. Also ich habe jetzt 42 Liter. Wie gesagt, ich habe 66. Nee. So, Armbrust. Was fehlt denn zum Reparieren? Fasern. Upp. Aber haben wir nicht eigentlich noch in der Werkbank Leder drin? Nee. So. So, dann mache ich jetzt meins erstmal da rein. 66 Stück. Mhm. So, der Raptor bleibt jetzt hier. Und wenn ich auf meinem reite und die Armbrust benutze, dann sollte da jetzt auch nichts weiter passieren. Denke ich. Hoffe ich. Okay, sei denn, du willst es jetzt unbedingt alles alleine machen. Nö, nö. Muss nicht. Wir schnappen uns einfach jetzt ein anderes großes Viech, das wird auch schnell umfallen. Hoffst du? Wir sollten erstmal nach dem Level gucken, bevor wir. Einfach rauf da. Da ist so ein fettes Viech. Die sind scheiße langsam, die kommen da gar nicht hinterher. Hoffst du? Weiß ich. Guck doch, wie träge die schon aussehen. Weißt du, was ich nervig finde? Dass man mit der Armbrust, wenn man die im Visier hat, nicht richtig reiten kann. Guck mal, der steckt sogar im Baum fest. Er ist so langsam, dass er sich nicht mehr richtig drehen kann. Wieso gehst du jetzt eigentlich auf mich? Lauf! Wie langsam bist du? Du kannst rückwärts laufen oder krieg ich dich nicht. Oh, jetzt will er mich. Merk schon. Wahrscheinlich hier mit abwechseln, wa? Ja, aber ich glaube. Nee, das ist eine Zeichnung. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der blutet schon, aber nein. Hui! Was läuft damit? Ja, jetzt ist auch schon ziemlich down. Ach, ich wusste es. Gib mir eine Armbrust und es geht. So, ja, cool. Zeit zum Ernten. Ja, das kommt ordentlich was. Oh, der hatte Loot. Knochen. Toll. Die sind in jedem Kack-Erdhaufen. Nö, es sind Sauropodenwirbel. Okay, na die könnten vielleicht sogar nützlich sein. Ja, es gibt halt bestimmte Dinos, die du erledigen musst, um dieses Portal zu öffnen. Hm. Dafür kriegst du halt spezielle Knochen und ich glaube, das ist es. Also welches Portal? Zu den Bossen? Ach so. Okay. So, 126 Leder, nice. Hast du? Ja. Ja, na dann. Ist ja jetzt easy. Weißt du, wir haben zum Staffelfinale immer irgendwas Cooles, wo man sich denkt, so... Da ist ein Sakko. Ja. So, ich bräuchte aber noch ein bisschen Betäubungszeug, falls du hast. Ja, ich habe Narkosemittel bei. Ja.
Kann ich dem das einfach ins Inventar legen? Ja. Cool. Wie mit dem Bären halt funktioniert das dann, ne? Hm. Alles klar. Ein bisschen Fleisch gebe ich ihm auch noch. Hast du wenigstens deinen gezähmten Dino, den du haben wolltest? Habe ich doch. Also, mehr oder weniger. Dein Bulk Blue oder was? Ja. Der zählt ja nicht richtig. Den bist du dahergeschlichen, hast ihm Fleisch, Pilze in den Arsch gesteckt. Nein, in den Mund. Ja, mit dem Raptor, das zählt ja wohl auch nicht. Natürlich. Der lag ja schon am Boden. Ja, gut. So, das dazu. Was fehlt eigentlich für die anderen? Triceratops, 140 Leder. Dafür brauchen wir erstmal einen Triceratops. Aber das würde ich dann in der nächsten Staffel gleich als allererstes angehen, so ein Triceratops. Damit wir mehr jagen können. Wir sind ja jetzt quasi im Jagdzeitalter. Von daher passt das schon. Definitiv. Also jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Guck mal, hier ist Blue. Das ist blau. Das kann hier irgendwie klar. Da kommt der Sako kommt auch noch ran. Weg da, Jungs. Ja, die interessieren sich jetzt sowieso nicht mehr für den. Ja, ja. Wie Schaden mache ich mit dem Schwert? Keine Ahnung, wird nicht angezeigt. Geht bei dir irgendwas? Dann gar keins, ja, bei mir steht 8. Ja, machst du mit dem keinen Schaden. Bei einem Bogen oder was? Leben. Gibt es nicht eine andere Methode? Nein, die sind richtig scheiße zu kriegen. Und wenn ich dem Raptor hier einfach einen Sattel auflege? Die machen weniger Schaden, glaube ich. Beziehungsweise das war der Grund, warum meiner bewusstlos geworden ist. Ja, weil du ihn bis zur Bewusstlosigkeit halt geschlagen hast. 9 Schaden, das ist nicht schlecht. Ich mach 10, hihi. Viel schneller als mit meinem Bogen. Ups. So. Vorsicht. Jawohl, nochmal ein bisschen Leder. Sehr schön. So lobe ich mir das. Alter, was der jetzt für Fleisch dabei hat, weil er den Dicken da erledigt hat. Krass, oder? So, wie sieht's aus? Ich hab ein Level-Up. Staffelende? Ach nee, du wolltest ja noch den anderen Dino zähmen. Ja, und dann gucke ich mal, was ich mit diesem neuen Level anfangen kann. Ich bin jetzt Level 36. Bierfass, cool. Großes Beet. Oh. Ja, cool. Das wolltest du noch, 36. Ja, ich wollte das haben, ja. Für die Bäume, damit ich endlich Zitronensamen anpflanzen kann. Und die anderen coolen Samen, weil die passen ins Mittlere leider immer noch nicht rein. Ja. So, 70% hat er schon. Ja, immerhin. Wieso bin ich fast tot? Achso, weil ich am Verhungern bin. So, ja, der Raptor soll sich echt mal beilen. Ich muss seit einer Stunde auf Klo. Das ist gemein. Er hat noch ein Viertel. Aber ich müsste ihm vielleicht noch ein paar Bären organisieren. Ich sagte Triceratops und dann haben wir unendlich Narkosemittel. Ja, das wäre cool. Das heißt, in der nächsten Staffel wird als allererstes erstmal Narkosemittel gefarmt, dann ein Triceratops gesucht, hoffentlich in der Nähe. Und dann sind wir frei, eigentlich alles Mögliche mit unseren Betäubungsfällen anzugreifen, alles, was uns so gefällt. Weil zu zweit geht das ja eigentlich recht fix. Umso größer, umso schneller. Das stimmt. Deswegen bin ich ja auch mitgekommen, weil ich dachte, komm, wenn du hier schon mal in der Nähe Dinos tötest, dann kann ich auch mitmachen. Tja, und die Erfahrung teilen. Ja, natürlich. Was ist los? Ich will mir auch nicht umsonst, beziehungsweise du sollst dir auch nicht umsonst die Mühe für meine Armbrust gegeben haben. So, 16 Stück. 520 Leben, ist nicht schlecht.
Aber 130 Nahkampfschaden ist schlecht. Hm. Wie viel hat deiner? Mal so vergleichen. Was an Nahkampfschaden? Wir gehen von oben nach unten, Gesundheit. Warte. Hier, Gesundheit habe ich 653. Okay, meiner hat 520. Ausdauer? Ich habe ein bisschen schon Punkte drauf gegeben. Ja. Ausdauer sind 195. 300, okay, da sind also seine Punkte so ziemlich drin. Mhm. Sauerstoff? Und 210. 330, das ist eigentlich völlig unnötig, da Punkte drin zu haben. Ja. Nahrung sind irgendwie fast 2000. Ja, 2400. Gewicht sind 150. 165. Krass. Nahkampfschaden, na gut. Kann man eigentlich schlecht sagen, ne? 164%. 165 fast. Ja, 130. Ja, Raptoren, wir vergleichen ja gerade Raptoren, da, von daher ist das okay. Hm, du, okay. Du kannst halt kein Sarko mit dem Raptor vergleichen. Hm. Ja, ja gut, also im Allgemeinen ist es echt besser, ein Dino von klein auf selber aufzuziehen. Weil du siehst, da sind Punkte in Sauerstoff und Nahrung drin, ne, wo du denkst, warum? Ja, na gut, aber ist ja meist in den meisten Spielen besser, ne? Hm. Aber gut. Aber man muss dazu sagen, das Level, womit du einen Dino tamest, ist quasi dann der Startlevel, womit du anfängst. Du kannst 70 Level leveln. Okay, das heißt, es ist eigentlich für die Zucht sogar gar nicht so übel. Ja. Oh, ich habe den Sarko gefunden. Hey, hier ist auch ein Sarko. Also der ist hier direkt, fast direkt an unserer Basis. Ich hab ihn gerade abgeschossen. Den Sarko? Ja. Ah, ich sehe schon. Ja, dann war das der, den ich auch gesehen habe. Dann willst du schon weglaufen, Sarko? Au, oh, das fand ich jetzt nicht nett. Hier. Yeah. Hat aber meine Rüstung kaputt gemacht, die Sau. Ja, passiert, wa? Aber gut, Level 4, es geht ja noch. So, noch ein bisschen Leder. Er hat was verloren. Okay. Was ist das? Hm? Was denn? Sarko Sush Haut. Okay. Noch so ein Unique Item. Ja, wollte ich auch gerade sagen, so hört sich das an, ja. So, noch zweimal beißen, dann hat das. Yay. Ja, super, dann haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft, dieses Gebiet für uns zu gewinnen, ne? Ja, ich muss sagen, das ist jetzt für uns auf jeden Fall schon relativ sicher. Ja, außer dass von oben gerne mal irgendwelche Tierchen runterfallen. Was ich ein bisschen ungeil finde. Ja, das geht ja jetzt auch relativ schnell. Und jetzt haben wir noch zwei Raptoren mehr. In unserer Verteidigungsstaffel. Ja. Schweine. Ja, schade, dass unser Dingstag tot gegangen ist. Wie heißt er nochmal? Ja, das Höhending. Ach so, der Ravager. Ravager, ja. Das bedauere ich ein bisschen. Ja, wie er einfach gestorben ist, kann ich einfach nicht verstehen. Er müsste eigentlich stärker sein als zwei Raptoren. Naja, der war ja Level 7 oder so. Weil Raptor Level 65 kommt, dann hat er dann auch keine Chance mehr. Ja, wir haben jetzt seine Werte angeguckt, die waren jetzt nicht so geil, ne? Hm, schon mal gereicht. Aber lustigerweise kriege ich gleich plus 21 Level dazu. Das heißt, ich habe gleich ein Level 86er Raptor. Hm. Naja. Wir müssten seine Werte ja nochmal ein bisschen besser werden. Ja. Na komm, ein bisschen. Das kriegst du noch hin, Kleiner. Da können wir reiten. Zusammen. Bis in alle Ewigkeit. Oh, wie romantisch. Yay. Toll, jetzt habe ich auch kurz, ganz knapp bin ich vom Level ab, ne? So. Nein. Kann ich nicht noch einen Scheiß herstellen? Pfeile. Hm, reicht nicht. Ah, mir wächst langsam mein Schnurrbart. Cool. Na, cool. Ist der Schnurrbart, den ich mir gemacht habe. Dann müsste ja deine Frise auch langsam wachsen.
mir wirklich einen Schnurrbart gemacht. Nein, warte, ich muss es sehen. Oh. Warum? Die Schere ist noch in der Werkbank. Du kannst das noch ändern. Ja, das mache ich auch. Da zeig mal her. Was bist denn du so groß? Achso, du schwebst auf dem Scheißhaufen. Was hast du denn für Augenbrauen gemacht, ey? Warte mal kurz, ich nehme mal kurz meine Mütze ab. Meine Friese. Sexy. Ja. Irokesen kannte ich leider noch nicht. Ich weiß nicht, wie man die Frisuren freischaltet. Das müsste ich nochmal googeln. Vielleicht mit dem Level, wer weiß. Aber was hast du für Augenbrauen, sag mal? Coole, buschige. Da hat er mir wirklich einen Schnurrbart gemacht, der Sack. Ja. So. Was sind jetzt die Werte von meinem Raptor? Der hat jetzt 576 Leben, 345 Ausdauer, Sauerstoff 345, Nahrung 2760, Gewicht 176, Nahkampf 164. Nahkampf hat er ziemlich viel bekommen. Und Bewegungsgeschwindigkeit auch 120, hat er 20% bekommen für. Das ist cool. Okay. Na cool. So, weißt du was? Ne? Meinst du, wir finden noch irgendwas, was wir töten können? Warum? Weil ich nur noch minimal irgendetwas habe, um ein Level abzubekommen. Bau doch irgendwas. Ich habe nicht so viel Material. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwas zu sammeln. Okay. Ich baue schon den ganzen Tag. Muss erst kurz noch was trinken. Vielleicht finde ich irgendwie ein Dodo. Vielleicht finde ich irgendwie ein Dodo oder so. Ja, komm, reiten wir los. Also ich sag mal, ein Tier ist hier, was man töten könnte, aber ich weiß nicht, wie stark das ist. Naja, rein theoretisch, wenn wir mit Pfeilen auf ihn draufbomben, kann er eigentlich nichts machen, wenn wir gleichzeitig noch weglaufen. Der Stego, ach, Stego Level 6. Der sollte jetzt nicht so schwer sein. So. Hit and run und dann passt das schon. Er ist nicht der Schnellste. Ich habe 120 Bewegungsgeschwindigkeit, Digga. Oh, Headshot, 158 Schaden. Na gut, das schaffe ich nicht. Headshot! Oh Gott, der hat mich geschlagen. Oh, der ist ja gar nicht so stark. Der ist Level 6, sag ich doch. Angriff! Du! Yeah, ich hab ihn. Ach, Manu. Kein Level Up? Nein, du hast den Kill gekriegt. Was? Ich bin auf ihn zugestimmt gekommen, wollte ihn schlagen. Ja, du hast den Kill gekriegt. Ja, gut. Dann. Warte. Herstellung. Bola. Stroh. Ich könnte den Egon für dich kurz anhalten, dann könntest du ihn angreifen. Okay. Wo bist du? Da. Ja. Ich musste kurz Stroh holen. Was ist das Arschloch, der alle K? Ja, alle killt. Killt hat er anscheinend nicht mehr übernommen. Wo ist er denn? Der war da links von uns. Hinter den Felsen. Ja, pass auf, hier waren irgendwo rote Viecher. Ja. Okay, töte ihn. Du kannst ihn auch mit deinem Dino angreifen. Der bewegt sich nicht. Ich weiß, aber ich sage mir jetzt einfach, yay, jetzt habe ich den Kill wirklich, aber ach, natürlich nichts. So, also ich habe jetzt 120 hier Dings kriege ich ins Leder. Kannst du daraus irgendwas machen? Ein Sattel oder so? Klamotten? Keine Ahnung, gib mal her. Hast du Leder irgendwie Klamotten schon gelernt? Ja, habe ich. Ja, mach dir Lederklamotten draus. Hallo? Aufnehmen. Danke. Hui. Oh, so. Mein Raptor ist aufgestiegen. Oh, verdammt, ey, da brauche ich echt noch irgendwas anderes dafür. Nein. Was brauchst du denn jetzt? Fasern? Ich habe knapp 200 dabei.
Nö, alles gut. Hm, passt schon. Man braucht ja immer nicht so viele. Ey, das gibt's doch nicht. Euch ist alles leer gefarmt von uns. Krass. Ja, das ist so gemein, weißt du. Da will man endlich Experience haben. Und dann ist alles weg. Alles einfach so weg. Also wenn das nicht reicht, dann ist es halt so. So ein Scheiß. Aber hatte man nicht eigentlich auch einfach was bekommen, wenn man das gefarmt hat an sich? Oh, du kommst immer Erfahrung. Ich dachte, hier fehlt nicht mehr viel. Ja, es war echt nur ein ganz kleines Stück. Lodo. Schnapp ihn dir! Das sieht schon lustig aus. Wie lange er auch da drauf sitzt, ey. Das ist cool. Für einen kleinen Tier gar nicht mehr weglaufen. Ja, eben. Ja, komm doch. Hey, was kraft du mich jetzt an? Was nicht? Die ist böse. Jo. Kraft er dich jetzt an, oder? Ja, er greift mich die ganze Zeit an. Jetzt läuft er weg. Ja, hinter uns. Fuck. Na komm, der hat nicht mehr viel Leben. Der Bär ist hinter dir her. Lauf. Oh, der Bär ist auch hinter mir jetzt. Oh Gott, der macht richtig Schaden. Ich bin weg. Hui. Au. Fuck. Nein, nein, nein. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Nein, 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 nein. Oh nein. Der Raptor ist tot. Nein. Ich wollte doch nur ein Level haben. Ich wollte nur ein Level haben. Ein einziges verkacktes Level. Dann hol wir zumindest deine Leiche wieder ab. Das ist voll gemein. Ja, den Raptor wurde gefressen, aber die Sachen von ihm liegen hier noch. Ich glaube, ich komme da gar nicht ohne weiteres hin, ne? Weil da zwischen uns ist jetzt ein Raptor. Wie, das ist ein Raptor? Ich komme vorbei. Warte. Ist ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja auch egal. Ich kann ihn ja mit... Ich kann ja mal gucken, was für ein Level der hat. Keine Ahnung, eigentlich will ich den gar nicht auf mich hetzen. Ne, ich komme vorbei. Ist gut. Ich glaube, ich habe ihn nicht getaggt. Ja, da ist er gerade. Ist einfach frecherweise gespawnt. Jo. Ich bin da, alles gut, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin hier. Ja, ich weiß, aber ich will ihn trotzdem töten. Aber das ist doch noch der Bär. Er tut dir ja nichts. Sicher? Der hat mir gerade eben auch was getan. Weil du ihn wahrscheinlich aus Versehen getroffen hast oder so. Wisst ihr, da bin ich die ganze Zeit stolz auf meinen Raptor und dann... Oh, Level 6. Hallo? Wieso läuft mein Raptor weg? Was bist du denn für eine feige Sau? Keine Ahnung. Mein Raptor läuft. Aber gut, ich meine, wir haben ja noch mehr Raptoren. Also keine Sorge, Leute. So, Schuhe mit 11 Schaden, ja gut. Leder haben wir jetzt, glaube ich, auch mittlerweile genug. Wobei, ich habe es ja auch teilweise aufgebraucht. Wo läuft der denn hin? Wieso läuft er auf die... Was ist mit meinem Dino nicht in Ordnung? Was bist du für ein Feigling? Verhalten. Mhm. Verhalten, passiv und fliehen. Warum? Was soll denn das? Ja, was liegt denn hier rum? Was für eine Kacke. Schuhe. Ich hab Schuhe gefunden. Wieso hat er dieses Verhalten gehabt? Wahrscheinlich, weil ich ihn so eingefangen habe. Als Feigling.
Einmal Feigling, immer Feigling, ja. Boah, klingt auf jeden Fall logisch, oder? Läuft so. Er plötzlich weg? Was ist denn los? So, also ich bin wieder in der Basis ohne Raptor. Ja, aber ich habe deinen Sattel so. Mit eingesammelt. Du kannst auf einen anderen Raptor umsatteln. Das ist perfekt. Ich würde sagen, nach dieser Niederlage versuche ich mein Level jetzt zum Staffelende nicht mehr zu erhöhen. Das hebe ich mir für die nächste Staffel auf. So. Das ist voll gemein. Und dann habe ich auch noch einen Schnurrbart. Ich glaube, es könnte kaum schlechter laufen für mich heute. So. Wo ist der Sattel? Da ist der Sattel. Hier. Dann schnappt ihr mal einen neuen. Dann können wir zusammen hier oben stehen und uns freuen. Ist der 10? Ist der runtergefallen? Hier unten. Dann hat er einfach runtergeworfen. Natürlich. Hier, hol's dir. Boom, weg. Ich meine rein. So, ihr lieben Raptoren. Welchen nehme ich denn? Ich würde sagen, ich nehme den Level 38er. Ich habe ihn schon so... Da steckt er fest. Ja, ja. Jetzt nicht mehr. Ja, ich habe sie weggeschickt. Ja. Ah, okay, alles klar. Ich kann sie kommandieren. Guck, lauf dahin. Ups. Und deine leuchtet ein bisschen mehr als meiner. Ja, schick, ich habe mir extra einen hübschen ausgesucht. Der andere leuchtet auch ziemlich krass. Na gut. Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Staffel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr dieses Spiel wählt. Und hinter uns geht's irgendwie voll ab gerade. Siehst du das? Nein. Ach so, da im Wasser? Ja. Ja, ja, die prügeln sich da. Ja. Lasst uns schnell reinhauen, bevor sie zu uns kommen. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.